Was ist der Cloud Score? Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von Dynamo.at und Sie schauen websitemarketing.ch. Es ist schwierig zu unterscheiden, ob nun ein Social Media Account gut gerankt ist oder nicht. Das heißt natürlich auch, wenn ein Link von irgendeinem Twitter Account kommt, ob der was bringt oder nicht, oder aus einem Facebook Profil heraus, das öffentlich ist, oder vielleicht sogar von einer Fanpage. Also da ist entscheidend, dass man das irgendwie messen kann. Nun gibt es ein System, das nennt sich Cloud Score. Cloud.com mit K geschrieben, da gehen wir gleich drauf. Das misst einem quasi nach seinen Social Media Aktivitäten, nach seinen Followers und Fans. Wir schauen gleich mal in mein Profil rein. Einloggen tue ich mich hier über Twitter oder Facebook. Ich habe es jetzt über Twitter gemacht, darum wird hier auch die Bio von meinem Twitter-Account genommen. Dann habe ich als erstes mal die ganzen Accounts connecten müssen. Das muss ich natürlich machen. Ich habe hier alles, was man halt haben kann, was angeboten wird. Es gibt noch ein paar weitere. Was man auch integrieren kann, sind Blogs. Das habe ich nicht gemacht. Das würde auch noch gehen. Dann könnte ich in meinen Blog einrichten. Dann habe ich hier den Score. Das ist 54. Man sagt, 5% der Social Media aktiven Menschen sind über 50 Punkte. Es geht bis 100 hoch. Da gehöre ich also noch knapp dazu. Man sieht aber jetzt in den letzten Wochen, wie das abgenommen hat. Da war ich in den Ferien, weniger Aktivitäten, dann läuft natürlich weniger. Das ist mein Score hier, der wird hier dargestellt. Ich habe dann unten meine 90 Tag Activities. Da sehe ich hier, was auf Twitter passiert, was auf Facebook passiert und auf Google Plus. Und jetzt sehe ich auch gleich, was Cloud als relevante Netzwerke nimmt, nämlich eben die drei, und da gehört Google Plus bereits dazu. Mehr also beispielsweise als YouTube, gar weil es sehr wenig Users gibt auf Facebook, sehr wenig die Accounts haben, aber eben sehr viele, die schauen. Darum ist das nicht so relevant. Dann hier unten habe ich drei Grafiken. Den Reach, das heißt, wie beeinflusse ich die Leute mit meinem und dem indirekten Netzwerk. Dann habe ich hier quasi die Verstärkung, wie stark ich die Leute beeinflussen kann. Und dann ganz unten nochmal den Impact meines Netzwerkes. Ich verstehe nicht ganz, warum es drei Grafiken braucht. Macht es natürlich ein bisschen komplizierter. Grundsätzlich, wenn man die anschaut, schauen sie alle plus minus gleich aus. Die sind mehr oder weniger deckungsgleich. Also ich denke mal, es reicht, wenn ich mir hier diese anschaue. Und ich sehe hier auch, wenn ich Aktivitäten hatte, das ist zum Beispiel an einem Formel 1 Wochenende, an dem ich ein bisschen mehr getwittert habe oder vielleicht mal meinen Blogpost rausgeschickt habe, dann schaut es vielleicht so aus. Das also mal die Übersicht und den Rank. Es gibt bereits Firmen in den USA, die Leuten, die einen hohen Cloud-Score haben, Rabatte auf beispielsweise Hotelbuchungen oder Flüge geben, weil sie dann natürlich hoffen, dass sie das vertwittern, verfacebooken und so weiter und so quasi Marketing-Effekte ziehen. Das zweite, das ich hier habe, ich war jetzt bei der Score-Analysis, jetzt gehe ich auf Topics. Und Topics ist was, das jeder mir zuweisen kann. Das sind Topics, die ich angelegt habe, das kann ich hier selber machen. Da geht es jetzt darum, dass mir andere die Plus, anstatt Plus 1 gibt es hier Plus K. Da kommen also andere und geben mir Punkte für meine Topics, die ich hier drin habe. Das ist, ich sag mal, total randommäßig, weil da kann einer kommen. Ich sage jetzt mal, es kommt ein Mitbewerber von mir. Der will natürlich nicht, dass bei mir hier das Topic SEO zu oberst steht, sondern von mir aus Formel 1 oder Entrepreneurship. Das pusht er, dann pushen die das so hoch, dass am Schluss hier was völlig anderes oben steht, als was wirklich meine Kompetenzen sind. Also nicht wirklich relevant, weil es eben wieder beeinflusst werden kann und das sicherlich eine Schwäche von dem Tool. Dann habe ich noch den letzten Punkt, den ich anschaue. Das andere ist meiner Ansicht nach überflüssig. Da habe ich die Beeinflusser, beziehungsweise die, die ich beeinflusse und die, die mich beeinflussen. Und da sieht man auch sehr schön, da gibt es solche, die mit höheren Punktzahlen unterwegs sind, auch Formel 1-Fahrer Sergio Perez oder das Formel 1-Team, aber auch der Jean-Claude Frick hat hier mit 61 Punkten deutlich mehr zu sagen als ich, was die Social Networks betrifft. Klar, dass das nur wieder ein weiteres Tool ist, das ein bisschen was aufzuzeigen versucht. Ich finde es aber spannend, denn hier sehe ich doch mal gemessen, wie es auch immer gemessen wird, mehr oder weniger relevant, wie stark eben jemand in den Social Networks vertreten ist. Schade ist, dass das mit den Topics nicht so richtig funktioniert. Das kann ich zu stark beeinflussen, denn da sehe ich eben die Influencers in irgendeinem Gebiet oder sollte ich sehen. Ich denke, da hat sich Google auch Gedanken dazu gemacht. Es wird dort auch einen Algorithmus geben, der das einfließen lässt. Vielleicht holen die aber auch die Daten hier raus. Sprich, wenn ich einen hohen Cloud-Score habe,
die sind natürlich auch meine Links beispielsweise von meinen Accounts viel mehr wert. Mich würde jetzt interessieren, was ihr von dem Cloud Score haltet. Ist das Humbug oder hat's was? Wird das in Zukunft sich durchsetzen können oder verschwindet das wie Dutzende von anderen Social Plattformen wieder vom Netz? Kommentare wie immer hier, wenn es euch gefallen hat. Oben könnt ihr abonnieren. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der Rienemagie und Sie haben websitemarketing.ch geschaut.